Ich lese eine Geschichte von Ingeborg Reinhold. Autopanne im Dezember. Nein, nicht schon wieder, denkt Wolf Monati, als der Motor seines alten Corsar stottert und nicht mehr richtig ziehen will. Er wechselt auf die dicht befahrene Autobahn, vorsichtshalber auf die rechte Fahrspur. Im Frühjahr hatte er schon einmal Probleme mit dem Auto durch einen Marterbiss. Es heißt zwar, dass solche Schäden jetzt im Winter eher selten auftreten, aber trotzdem hört und fühlt es sich ganz ähnlich an wie damals. Wolf ist Anfang 20 und alles andere als ein ängstlicher Typ. Doch am 22. Dezember, bei einbrechender Dunkelheit, eisigem Wind und heftigem Dauerregen auf der Autobahn liegen zu bleiben, ist nicht gerade das, wovon er geträumt hat. An einem Rastplatz ist er eben vorbeigekommen, da kommt auch nicht gleich wieder einer. Aber dort vorn wird eine Abfahrt angezeigt nach Schönerstadt. Schönerstadt? Das klingt nach einer großen Ortschaft. Sicher gibt es dort eine Autowerkstatt. Wenn es sich wirklich nur um einen Kabelschaden durch Marterbiss handelt, dann lässt er sich vielleicht in kurzer Zeit beheben. Er will schließlich heute noch nach Hause, bei den Eltern und der Schwester sein. Wolf nimmt die Abfahrt und sieht schon bald das Städtchen vor sich. Er kommt allerdings nur noch bis zu den ersten Häusern. Dann streikt sein Corsa endgültig und bleibt einfach stehen. Na toll! Der junge Mann steigt aus und versucht das Auto wenigstens noch dicht an den Straßenrand zu schieben. Das gelingt ihm nach mehreren Anläufen mehr recht als schlecht. Glücklicherweise hat die Straße ein leichtes Gefälle. Allerdings hat er beim Aussteigen nicht daran gedacht, seine Jacke mit Kapuze überzuziehen und so klebt nach wenigen Minuten im strömenden Regen sein Rollkragenpullover unangenehm an Brust und Rücken. Egal, da muss er jetzt einfach durch. Auf jeden Fall ist die Idee mit der Werkstatt gestorben. Nun hilft nur noch ein Anruf beim ADAC. Hoffentlich schicken sie schnell jemanden. Wolf hat noch fast 200 Kilometer zu fahren. Die Telefonnummer hat er glücklicherweise in seinem Handy gespeichert. Wolf setzt sich wieder ins Auto und nimmt das kleine schwarze Mobiltelefon vom Beifahrersitz. Als er die Nummer der Pannenhilfe gefunden hat und wählen will, gibt das Gerät einen schrillen Ton von sich und das Display wird dunkel. Der Akku ist leer. Das wird ja immer schöner, stöhnt Wolf und schlägt wütend auf das Lenkrad ein. Dabei hätte er schwören können, dass das Handy vollgeladen war, als er losfuhr. Jetzt bleibt ihm nichts anderes übrig, als bei einem Anwohner in der Nähe zu klingeln und zu bitten, dass er telefonieren darf. In mehreren Häusern sind die Fenster erleuchtet. Wolf entscheidet sich für das kleine Haus schräg gegenüber. Im Schein einer Straßenlaterne entziffert er den Namen der Bewohner, als er durch das Gartentor zum Haus geht. Auf sein Klingeln hin öffnet eine ältere Dame. Sie schaltet die Lampe ein über der Haustür und schaut einigermaßen verwundert auf den unbekannten jungen Mann mit dem von Nässe triefenden, dunklen Lockenkopf, der da im feuchten Jeans und einem fast durchgeweichten braunen Rolli vor ihr steht. Guten Abend, Frau Altmann. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich habe da ein Problem mit dem Auto und meinem Handy. Das können Sie mir alles in Ruhe erklären, aber kommen Sie da erst einmal herein, sonst weichen Sie noch völlig auf. Veronika Altmann zieht den verblüfften Wolf in die Diele. Sie begreift selbst nicht, warum sie das tut. Wenn ihr Mann noch lebte, würde er schimpfen und ihr zum 100. Mal vorwerfen, sie sei viel zu gutgläubig und freundlich. Nun, sie ist durchaus misstrauisch und vorsichtig, wenn sie es für nötig hält. Aber bei diesem jungen Mann, der wie ein Häufchen Unglück vor ihr steht, hat sie einfach Gewissheit, dass sie ihm vertrauen kann. Und sie liegt selten falsch mit ihrer Entscheidung. Deine innere Stimme hat es dir wohl gesagt, pflegte ihr Mann früher zu spotten. Sie ließ ihn reden. Frauen haben nun einmal für manche Dinge ein besonderes Gespür.
Sie öffnet den Dielenschrank und holt ein paar karierte Pantoffeln hervor. Aus einer Schublade nimmt sie ein großes gelbes Handtuch heraus. Beides wirft sie dem triefenden Wolf zu. Jetzt ziehen sie erst einmal die nassen Schuhe aus, rubbeln ihren Lockenkopf ein bisschen trocken, sonst schwimmt mir noch mein Dielenteppich davon. Und dann kommen sie mit in die Küche und erzählen mir ihr Problem. Bei den Worten öffnet sie die Küchentür und deutet auf eine gemütliche Sitzbank in der Ecke. Sprachlos gehorcht Wolf. Mit dem Handtuch noch auf dem Kopf und kräftig rubbeln sitzt er bald darauf am Küchentisch. Das ist mir auch noch nicht passiert, murmelt er. Ach nein? Wie oft haben Sie diese Nummer denn schon probiert? Sie müssen beide lachen. Als Wolf von seinem Missgeschick berichtet hat, legt seine Gastgeberin unverzüglich das Telefon vor ihn hin. Natürlich dürfen Sie anrufen. Die Nummer vom ADAC haben Sie? So ein Mist, entfährt es Wolf. Ich habe sie ja, allerdings im Handy gespeichert. Und das hat den Geist aufgegeben, ergänzt Veronika Altmann und schmunzelt über das betroffene Gesicht ihres Gastes. Nun, das ist jetzt wirklich kein Problem. Ich bin auch in diesem Verein. Warten Sie, ich hole die Visitenkarte. Wenig später tippt der junge Mann die Nummer der Pannenhilfe ein. Er muss lange warten, bis am anderen Ende jemand sich meldet. Endlich kann er seine Notlage an der richtigen Stelle erklären. Guten Abend, hier spricht Wolf Mornati. Ich bin mit dem Auto liegen geblieben. Vermutlich ist die Ursache ein Kabelschaden durch Marterbiss. Im Laufe des Gesprächs wird sein Gesicht länger und ratloser. Dann sagt er aber doch die Adresse durch, die Frau Altmann ihn in weißer Voraussicht auf einem Zettel notiert hat. Gibt es Schwierigkeiten? Fragt sie teilnahmsvoll, als er aufgelegt hat. Wie man es nimmt. Sie schicken jemanden, aber das kann einige Stunden dauern. Es kommen sehr viele Notfälle heute Abend, meint der Mann am Telefon. 2 Tage vor Weihnachten ist offenbar halb Deutschland unterwegs. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht recht, was ich jetzt machen soll. Sie können gern bei mir warten, Herr Mornati. Wolf wird feuerrot. Er hat sich noch gar nicht vorgestellt. Schnell steht er auf und reicht Frau Altmann die Hand. Entschuldigung, in der Aufregung habe ich völlig vergessen, meinen Namen zu sagen. Es ist mir peinlich. Ich heiße Mornati. Wolf Mornati. Der Name klingt südeuropäisch. Ja, das stimmt. Mein Vater ist Italiener, kam aber schon als ganz kleines Kind mit seinen Eltern nach Deutschland. Bis auf den Namen und die dunklen Locken ist bei mir inzwischen nicht mehr viel Italienisches zu entdecken. Wolf kommt es so vor, als falle bei der Erwähnung seines italienischen Vaters für den Bruchteil eines Augenblickes ein Schatten auf das Gesicht der älteren Dame. Aber das kann auch eine Täuschung gewesen sein. Sie hört ihm weiter freundlich und interessiert zu. Eigentlich heiße ich Wolfgang nach meinem anderen Großvater, dem Deutschen. Leider habe ich ihn nie kennengelernt. Aber nur meine Mutter nennt mich noch so. Alle anderen sagen Wolf zu mir. Mein Vater und meine Schwester. Wolfgang ist ein schöner Name. Mein Mann hieß genauso. Das ist ja ein kurioses Zusammentreffen. Haben Sie eigentlich auch Kinder und Enkel? Ein kurzes, fast unmerkliches Zögern. Nein, leider nicht. Schade, Sie wären bestimmt eine tolle Oma. Sie wehrt ab. Wer weiß. Aber die Oma hat eben eine Idee. Ich werde in meiner Autowerkstatt hier am Ort anrufen. Vielleicht können die Ihnen schneller helfen als der ADAC. Frau Altmann wählt eine eingespeicherte Nummer. Der Mechaniker kann heute nichts mehr machen. Er bedauert. Zu viel Betrieb in der Werkstatt und gleich Feierabend. Aber er verspricht, morgen früh um 8 vor der Tür zu stehen und den Corsa zu reparieren, wenn es wirklich nur ein Kabelschaden ist. Als sie aufgelegt hat, trifft Veronika Altmann eine folgenschwere Entscheidung. Wissen Sie was, Herr Mornati, Sie bleiben einfach über Nacht hier. Bestellen Sie Pannenhilfe ab. Wer weiß, wann da einer kommt. Sie
Sie können oben im Gästezimmer schlafen und morgen früh, wenn mein Mechaniker Ihr Auto in Ordnung gebracht hat, ausgeruht weiterfahren. Das geht doch nicht. Sie können schließlich nicht einfach einen fremden Mann... Ach, so fremd sind Sie inzwischen nun auch nicht mehr. Und außerdem geben Sie mir damit die Chance, für ein paar Stunden eine tolle Oma zu sein. Ein Argument, dem sich Wolf gerne fügt. Er fühlt sich wohl in diesem Haus und bei dieser Frau. Ausgestattet mit einem riesigen schwarzen Regenschirm, flitzt er noch einmal zum Auto und holt seine Reisetasche vom Rücksitz. Im Gästezimmer kramt er einen trockenen Pullover und frische Jeans aus seinem Gepäck, hängt die feuchte Hose über seinen Stuhl, legt den Rolli auf zum Trocknen über den Heizkörper, den Veronika Altmann unterdessen aufgedreht hatte. Als er wieder nach unten kommt, ruft ihn die Hausfrau ins Wohnzimmer. Die Kerzen am Adventskranz brennen und es duftet nach frisch gebrühtem Schwarztee mit Zimt und Apfelaroma. Er steht in einer Glaskanne auf dem Couchtisch, ein Teeglas daneben und ein Teller mit belegten Brötchen. Sie haben sicher Hunger, Herr Monati. Langen Sie zu. Wolf widerspricht gar nicht erst. Er hat wirklich Hunger. Eigentlich wäre er um diese Zeit schon fast zu Hause bei seinen Eltern gewesen. Er muss nur anrufen, fällt ihm ein. Muss ihnen sagen, dass er erst morgen kommt. Nach dem Essen wird er fragen, ob er noch einmal das Telefon benutzen darf. Gegenüber von Frau Altmann setzt er sich in einem der beiden hellen Ledersessel und greift nach einem Schinkenbrötchen. Beim Kauen sieht sich Wolf im Wohnzimmer um. Das breite, hohe Bücherregal fasziniert ihn. Er ist auch eine Leseratte und so mancher Buchrücken kommt ihm bekannt vor. Aber da unten, im letzten Regalfach, das schwarze Etui, ist das etwa ein Klarinettenkoffer? Rutscht es aus ihm heraus. Veronika Altmann schaut hin und nickt. Ja, mein Mann hat Klarinette gespielt, ziemlich gut und sehr gern bis... Sie bricht ab. Wolf Monati ist erstaunt und verwundert. Das wird ja immer kurioser. Wissen Sie was, ich studiere in Weimar Musik, Hauptfach Klarinette. Und bin auf dem Weg nach Hause in den Weihnachtsurlaub. Durch den ungeplanten Zwischenfall mit meinem Auto gerate ich ausgerechnet in ein Haus, in dem ein anderer Wolfgang auch Klarinette gespielt hat. Ich glaube nicht an Zufälle, aber das ist nun wirklich ein eigenartiges Zusammentreffen. Veronika Altmann glaubt auch nicht an Zufälle, sondern an Gott. Und sie weiß, dass er einen Plan für ihr Leben hat, den sie nicht immer versteht. Aber was heute hier geschieht, macht sie ziemlich unruhig. Hier passieren plötzlich so viele Dinge, die zusammenpassen. Erst der italienische Nachnamen des jungen Mannes, dann der Vorname Wolfgang und jetzt auch noch die Klarinette. Was bedeutet das? Mit leichtem Zittern schenkt sie ihrem Gast Tee ein. Er legt zum Trinken seine beiden Hände um das Glas und dreht es so, dass der Henkel nach oben zeigt. Fassungslos schaut ihm die Frau an. Wolfgang bemerkt ihren Blick. Ein wenig verlegen erklärt er, eine unmögliche Art Tee zu trinken. Ich weiß, habe ich wohl von meiner Mutter geerbt, die trinkt ihn auch so seltsam. Andrea hat beim Trinken das Glas genauso gedreht. Ohne groß zu überlegen, spricht Veronika Altmann aus, was sie gerade denkt. Andrea? Fragt Wolf verständnislos zurück. Ja, Andrea, unsere Tochter. Aber Sie sagten sie nicht vorhin, Sie hätten keine Kinder? Doch. Nein. Ja, die ältere Dame wirkt ziemlich konfus, bis sie tief Luft holt und leise erklärt. Das ist eine traurige Geschichte. Doch wir haben eine Tochter. Sie war erst 19, als sie beim Studium in Stuttgart einen jungen Mann kennenlernte. Er studierte Architektur und war wohl die Liebe ihres Lebens.
Bald wurde sie schwanger. Mein Mann tobte, er war außer sich vor Zorn. Vor allem, als er erfuhr, dass der Vater des Kindes ein Italiener war. Er befahl Andrea, sich von dem Mann zu trennen und das Kind abzutreiben. Sie tat keines von beidem. Da warf er sie aus dem Haus und verbot ihr jemals wieder heimzukommen. Wir haben keine Tochter mehr, waren die letzten Worte, die er ihr nachrief. Ich konnte nichts dagegen tun. Mein Mann war für keinen Einwand zugänglich. Andreas Name durfte in diesem Haus nicht mehr genannt werden. Er entfernte alles, was an sie erinnerte, sogar die alte Schaukel im Garten. Nur ein Album mit Kinderfotos von ihr konnte ich heimlich verstecken. Einige Wochen später kam ein Brief mit einer Hochzeitsanzeige von Andrea und ihrem italienischen Freund. Wolfgang hat sie wütend in 1000 kleine Schnipsel zerrissen und in den Müll geworfen. Ich durfte sie nicht einmal selbst lesen. Vielleicht hat er das auch noch mit weiterer Post von ihr getan. Ich weiß es nicht. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Kummer und Herzeleid ich damals hatte. Es ist jetzt fast über 20 Jahre her, aber die Zeit heilt die Wunden nicht. Sie ließ nur oberflächlich vernarben. Wolf ist entsetzt. Was für eine schreckliche Geschichte. Er hätte vorher niemanden geglaubt, dass es so etwas in Deutschland heute noch gibt. Haben Sie nie nach Ihrer Tochter gesucht? Doch, aber erst viele Jahre später, als mein Mann gestorben war. Sie wohnte nicht mehr in Stuttgart und niemand konnte mir sagen, wohin sie gezogen ist. Ich kenne ja auch ihren neuen Nachnamen nicht. Vielleicht sollte ich es noch einmal versuchen über das Internet. Ist inzwischen ja so vieles zu ermitteln. Aber dabei brauche ich sicher Hilfe. Wolfgang Monardi springt auf. Er hat ein Notebook oben in seiner Reisetasche. Wenn Frau Altmann einen Internetanschluss haben sollte, könnte er vielleicht hier und heute... Plötzlich wird er kreidebleich und hält sich an der Sessellehne fest. Schlagartig fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Er muss sich mehrmals räuspern, bis er erschüttert stammeln kann. Das ist doch unmöglich, aber warum habe ich das nicht gleich gemerkt? Meine Mutter, sie heißt Andrea und ihr Geburtsname ist Altmann. Und mein Vater ist Architekt und wir wohnen in der Nähe von Stuttgart. In das folgende Schweigen hineinflüstert er noch. Sind Sie etwa meine Großmutter? Keiner der beiden ist in der Lage, das Offensichtliche zu fassen. Darf ich zu Hause anrufen? Sie müssen jetzt beide Gewissheit haben. Wortlos hält die Frau, die mit großer Wahrscheinlichkeit seine Großmutter ist, Wolf das Telefon hin. Er muss mehrmals beginnen, die Nummer seiner Eltern einzutippen. Die Finger sind eiskalt und wollten ihm nicht gehorchen. Dann klingelt es endlich und seine Schwester meldet sich. Er versucht, ruhig und normal zu sprechen, doch es gelingt ihm nur mit Mühe. Hallo, Helena, hier ist Wolf. Na endlich, wo bleibst du denn? Wir warten mit dem Abendessen. Beeil dich, mir knurrt langsam der Magen. Tut mir leid, aber es wird später bei mir. Bitte gib mir mal Mutter, Helena. Er hört, wie seine Schwester etwas erklärt, als sie das Telefon weiterreicht. Wolfgang, mein Großer, ist alles in Ordnung mit dir? Helena sagt, du kommst später. Er zwingt sich zur Ruhe. Genauer gesagt, komme ich erst morgen. Ich erkläre alles, wenn ich da bin. Hör mir bitte jetzt genau zu, Mutter. Er stockt noch einmal, kurz atmet er tief ein. Mutter, ich bin hier in Schönerstadt bei einer lieben älteren Dame und die Dame heißt Veronika Altmann. Totenstille am anderen Ende. Nach einigen Sekunden ungläubig leise. Was?
sagst du da? Wolf reicht in einem plötzlichen Impuls das Telefon weiter. Und Veronika Altmann flüstert fragend und voller Liebe nur noch einen Namen in den Hörer. Andrea? Ein Aufschrei dann. Mama! Meine liebe Mama! Beide Frauen können nicht weiterreden. Sie schluchzen, als wollten alle Tränen der vergangenen Jahre noch einmal fließen. Behutsam nimmt Wolf das Telefon wieder in seine Hand. Zu Hause hat Helena offenbar das Gleiche getan. Wolf? Fragt sie verstört. Wolf, was ist los? Bist du okay? Ich bin okay, Helena. Frag nicht weiter. Ich erkläre euch morgen alles. Ich bringe jemanden mit, der mindestens bis Januar bleiben wird. Dann legt er auf und nimmt Veronika Altmann fest in den Arm. Viel Schlaf bekommen die beiden in dieser Nacht nicht. Es gibt so vieles zu reden und zu fragen. In einem allerdings stimmen sie überein. Bei dem, was wir gerade erlebt haben, hat ein Hörer seine Hand im Spiel gehabt. Das war kein Zufall. Das ist ein Wunder. Ihr ganz persönliches Weihnachtswunder. Und von dem anderen großen Wunder, das an Weihnachten begann, hören wir in dem folgenden Lied Maria, ahntest du, gesungen von Andrea Jahns und gespielt am Klavier von Regionalkantor Martin Baldenius. Maria, ahntest du, ahntest du?